mich erreichen zurzeit eine ganze Menge Zuschriften von DPDR-Betroffenen zum Thema Realität. Und das sind dann meistens Leute, die sich fragen, ist meine Umwelt, ist das alles echt, bin ich echt, existiere ich überhaupt, existieren die anderen Menschen, solche Geschichten. Und ich möchte euch heute mal zwei Tipps geben zu dem Thema. Viele denken, wenn sie zum ersten Mal in ihrem Leben DPDR haben, denken viele oftmals zum ersten Mal in ihrem Leben auch über dieses Thema nach, weil es vorher nie irgendwie einen Anstoß dazu gab, sich Gedanken dazu zu machen. Und was ich dann beobachte, ist, dass sehr viele Menschen dann anfangen, das zu überdenken. Also immer wieder drüber nachdenken, immer sich im Kreis drehen mit den Gedanken und versuchen irgendwie eine Antwort darauf zu finden, ob das jetzt real ist oder ob sie real sind oder sowas. Und der erste Tipp, den ich euch geben möchte, ist, ihr werdet keine Antwort darauf bekommen, egal wie sehr ihr darüber nachdenkt, weil es niemand weiß. Ja? Es gibt Theorien, es gibt Hinweise, es gibt Vermutungen, aber man weiß es nicht. Und ihr werdet mit eurem drüber nachdenken auch nicht darauf kommen, ja? Ob diese Welt hier und ich, wie ich hier bin, real sind. Ja? Und deswegen mein erster Tipp, ihr hört auf, das zu überdenken. Denkt vielleicht darüber nach, macht euch vielleicht sinnvoll, rational Gedanken darüber und entscheidet euch vielleicht für eine Antwort. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber was nicht funktioniert, ist dieses immer wieder sich dieselben Fragen stellen und in diese Gedankenkreise zu kommen. Denn das wühlt einen ja innerlich auch wahnsinnig auf und ihr kommt immer wieder an denselben Punkt und werdet immer wieder im Kreis darüber nachdenken. Und deswegen ist es notwendig, diese Gedankenkreise irgendwann mal unterbricht. Ja? Weil es wird nicht so enden, dass ihr jetzt eine Antwort findet und rausfindet, ach, jetzt weiß ich, ob das real ist oder wie das alles funktioniert. Und das ist erledigt, das wird nicht passieren. Ja? Und deswegen ist es notwendig, dass man diesen Kreislauf quasi selbst durchbricht. Das ist der erste Tipp, den ich euch geben möchte. Und der zweite Tipp, den ich euch geben möchte, ist, guckt euch mal dieses Video an, was ich da oben in der Infobox verlinke. Ich werde es auch nochmal unter dem Video in der Videobeschreibung verlinken. Da bin ich nämlich schon mal ausführlich auf dieses Thema eingegangen. Und ich verweise in den Antworten, die ich gebe, auf die Kommentare und Zuschriften, die ich jetzt dazu bekomme, immer mal wieder gerne auf dieses Video, weil ich das da schon behandelt habe, also das Thema, und darüber gesprochen habe. Und aber nicht jeder, der mich dazu fragt, ist vorher über dieses Video gestolpert. Und deswegen als zweiten Tipp, werft einfach mal einen Blick auf das Video. Da bin ich schon ein bisschen ausführlicher darauf eingegangen, wie ich für mich eine Lösung für dieses Problem gefunden habe, aus diesem ständigen Nachdenken rauszukommen darüber und das Thema für mich abzuschließen, dass das quasi nicht mehr ständig in meinen Gedanken präsent ist und mich so belastet. So, soll es gewesen sein. Habt einen schönen Tag.